du deppert oder was? Was soll das jetzt? Ja, wer soll das ganze Zeug essen? Ja, wir, mein Schatz. Oh mein Gott. Hallo. Sag doch gleich, was du heute vorhast. Die Frau war schon wieder einkaufen und ich habe ja letztes Mal oder sogar gestern Abend gesagt, wir machen Kohlrouladen. Mhm. Da aber der Kohl ein bisschen klein gefallen ist, habe ich gleich 4 Stück mitgebracht. Ich zeige es euch. Klein. Ja. Klitzekleiner Kohl. Habe ich 4 Stück geholt. Ein bisschen größere, ein bisschen kleinere. Das ist definitiv wieder ein Manu-Video. Ich glaube, ich halte mich bis auf Kameraführung und ein paar Kommentare wieder komplett raus. Und ich hoffe, ihr habt's mit Manu. Jetzt euren Spaß. Ja! Ab in die kleine, aber feine Küche. Ich gehe woanders hin. Ja, meine Lieben, beim Kohlrouladen bin ich definitiv momentan raus, weil ich habe es einmal probiert, ich habe das auch in einem Livestream erzählt gehabt. Danach ist es ein Kohltopf geworden, aber naja, ich bin gespannt, wie Manu das hinbringt und wie die das anfängt mit dem Kohl, das zeige ich euch jetzt noch. Und danach kann sie selber weiter quasseln. Also sie köchelt hier den Kohl. Einen Kohl nach dem anderen jetzt einfach im Topf vor. Genau, das hat sich gerade beschwert, dass ich keinen größeren Topf habe. Ja. Aber wer denkt schon dran, dass man eine Verrückte hat, die 4 Kohlköpfe auf einmal kochen will? Bisschen Salz. Das funktioniert in so einer kleinen Küche natürlich nicht. Also, ja, einzeln vorkochen und abwarten, was Manu draus macht. Dann. Bisschen mit Salz und Kümmel mache ich da rein. Okay. Dann hat es ja einen richtig schönen. Schönen, guten Geschmack. Kümmel macht den Kohl bekömmlicher, dass man nicht ganz so viel machen muss. Ja gut, Leute, ich stelle jetzt die Cam so weit hin. Und Manu darf dann einfach weitermachen. Wenn sie meine Hilfe braucht, wird sie Bescheid geben. Und ansonsten seht ihr mich spätestens beim Probiererle wieder. Eine kleine, feine Übersicht heute. Wir brauchen für die Kohlrouladen Zwiebeln, Knoblauch, Paprika, Zwillingsspeck und die Kartoffeln. Die Kartoffeln werden halt dazu gegessen. Die Zwiebeln, Knoblauch kommt halt ins Hackfleisch. Das Hackfleisch ist noch in der Kühlung. Und der Zwillingsspeck und die Paprika werdet ihr sehen, wenn ich das mache. Oh, hier ist unser Hackfleisch. Das würzen wir mit Salz. Hier sind die ganz kleinen geschnittenen Zwiebeln. Kommt ein bisschen Zwiebeln hier rein ins Hackfleisch. Pfeffer. Meine kleinen geschnittenen Knoblauch. Ein bisschen kommt auch ein bisschen mit ins Hackfleisch. Mein Schatz, sie wollte ja unbedingt ein bisschen Speck haben. Ja! Das verwenden wir natürlich auch. Kommt auch ein bisschen ins Hackfleisch. Mal gucken, wie das schmeckt. Noch nie gemacht, aber na gut. Probieren wir es mal. Den restlichen Speck kommt halt in die Soße. Für später halt. So, Paprika fehlt noch, genau. Ein bisschen Paprika. Edelsüß. Den schön gemischt. Und wenn es fertig gemischt ist, dann sehen wir uns wieder. Ich habe leider was vergessen. Ich habe ein Ei vergessen. Und den nehme ich auch mit ins Hackfleisch rein. Das sind die Kohlblätter. Sind halt in kaltem Wasser. Und jetzt binden wir unsere Kohlrouladen. Wie hast du jetzt die Kohlblätter so schön einzeln dran gehabt? Ich habe jetzt den Kohl kochen lassen. Und wenn sie ein bisschen weich sind, die Kohlblätter, habe ich dann oben den Strunk, hier oben den Strunk durchgeschnitten mit dem Messer. Okay. Dass die Blätter dann runterfallen ins Wasser. Okay. Und dann habe ich sie dann einzeln dann rausgenommen. Okay.
nimmt man halt so ein Kohlblatt, tut man halt hier oben den Strunk abmachen. Möchtest du dicke Kohlrouladen oder möchtest du nicht so dicke Kohlrouladen? Ach du, mir reicht's, wenn sie lecker sind. Okay. Nimmt man halt mal erstmal die großen Kohlblätter. Nimmt man sich ein bisschen Hackfleisch. Tut das schön in die Mitte vom Kohlblatt. So kann man es am besten machen. Ja. Bisschen umschlagen. Nimmt man sich halt wieder kleine. Nimmt sich einen Bindfaden zur Hilfe. Bindfaden ist manchmal bei dieser Sache ein bisschen einfacher. Oh, jetzt habe ich es besser. Zweiter Versuch. Schön umschlagen, dass das Hackfleisch im Kohl drin ist. Kann es auch so hinmachen. Nimmt sich einen Bindfaden, macht es dann hier rum. Dann ein bisschen Hackfleisch raus. Ein bisschen zumachen. Oh, jetzt reißt der Bindfaden ab. Ach ja. So. Das mache ich jetzt mit allen und dann sehen wir uns wieder. Was sind unsere Kohlrouladen, mein Schatz? Boah, ey, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte jetzt nicht die Geduld gehabt, mich mit den kleinen Blättern so lange dahinzustellen und die Dinger zu basteln. Die hatten einen kleinen Kohl gehabt, mein Schatz. Hast ja selbst gesehen beim Einkaufen. Ich habe mich selbst geärgert, deswegen hat es ein bisschen länger gedauert. Jetzt tun wir die Kohlrouladen in der Kokotte schön von allen Seiten schön anbraten. Wunderbar. Und dann sehen wir uns gleich wieder am Herd wieder. Oh. Hier ist jetzt Öl drin. Ja, wie? Du stellst jetzt hier die Kamera schon alleine um. Ja, ja. Und ich bin hier schon am Beleuchtung aufhängen. Richtig. Okay. Dann die Kohlrouladen werden jetzt schön, wenn das Öl heiß ist, schön angebraten. Und dann sehen wir uns wieder. So sehen die Kohlrouladen jetzt aus. Schön braun in allen Seiten, schön braun angebraten. Gut, hier habe ich noch nicht ganz. Das mache ich jetzt mit allen Kohlrouladen. Und dann geht es zu der Soße rüber. Und dann sehen wir uns wieder. So, jetzt haben wir die Kohlrouladen schön angebrutzelt von allen Seiten. Jetzt machen wir die Soße. Machen wir die restlichen Zwiebeln hier rein. Noch übrig waren. Jetzt machen wir die Paprika, die ich auch geschnitten schon habe. Auch mit dazu. Den restlichen Knoblauch. Und tun das schön anbrutzeln auf die Mühle. Die Zwiebeln und die Paprika. So, jetzt haben wir die Zwiebeln und die Paprika schön angebraten. Jetzt machen wir ein bisschen Tomatenmark rein.
Ich habe hier noch ein bisschen Flüssigkeit vom Kohlblätter abkochen noch gehabt. 1 Liter. Das machen wir jetzt auch ein bisschen da rein. Machen unsere Kohlrouladen, die schon mal hier rein wieder. Dauert das noch lange, das riecht so gut. Das dauert noch ein bisschen lange. Da wir aber noch ein bisschen Kohlrouladen übrig haben, versuche ich nämlich hier ein bisschen dazwischen zu quetschen. Es wird sehr voll werden. Läuft die Cam noch? Ja. Jetzt habe ich ein bisschen Speck gehabt, noch übrig gehabt. Den machen wir jetzt mit in die Soße rein. Spatze? Ja. Da sind ja immer noch 2,5 Kohlköpfe übrig. Ja, ich weiß. Oh die je. Passen aber jetzt nicht mehr hier rein. Oh je. Oh je. Die restliche Flüssigkeit. Leute, ich weiß, was es in den nächsten 5 Videos gibt. Was viel denn? Kohl. Viel Kohl, ja. Genau. So. Und das kommt jetzt bei 200 Grad mindestens 1,5 Stunden in den Backofen. Und dann sehen wir beim Verkosten wieder. Und in der Zwischenzeit tue ich nämlich auch die Kartoffeln schälen. So, meine Lieben, da habe ich jetzt meine Kohlroulade, Kartoffeln und die Soße liegen auf meinem Tellerchen. Und was gibt Schöneres als ein Probierle? War nur mein Engelchen? Ja. Die Soße hast du, glaube ich, noch Gemüse durchpassiert. Genau. Und nochmal lecker abgeschmeckt. Bisschen abgeschmeckt mit Pfeffer und bisschen Paprika. Mhm. Und habe ich dann noch mit Milchschwitzer ein bisschen angedickt. Okay. Die Schnur habe ich jetzt schon weggemacht. Sonst hätte ich das jetzt im Video erst machen müssen. Aber dadurch, dass das eben so kleine Blattel waren, gut verschnürt. Aber ihr seht, das hat ja zusammengehalten. Und jetzt probieren wir ganz einfach. Ja, und wir haben Dezember, also können wir auch schon die Weihnachtsmütze aufsetzen. Richtig, richtig geil. Wow. Leute,
richtig, richtig, richtig geil. Und genau so muss es schmecken. Und ich gehe jetzt erstmal essen. Na, mein Schatzi. Alles gut? Leute, was ich allein jetzt die ganze Woche doch kein Eiskaffee trinken unter der Woche weg hatte, habe ich mir jetzt wieder angefressen. Das war so verdammt lecker. Also, wenn ich bloß 100 Punkte fürs Essen vergeben dürfte, würde ich ihr jetzt 110 Sterne geben. Oh, danke schön, mein Schatz. Ja, also genau auf den Punkt, die Soße, alles. Richtig, richtig geile Kohlrouladen. Richtig geil. Das ist schön zu hören. Deswegen habe ich mir auch gleich zwei ins Gesicht gedrückt von den Dingern. Oh. Essen war richtig gut heute, ja. Das stimmt. Däumchen nach oben, nettes Kommentar, Abo, würde mich alles freuen. Dich auch? Ja. Und ich bin raus.